professionelle akademische Kunst. Von ihr fühlte er sich abgestoßen. Jean Dubuffet, der mit anti-intellektueller Kunst zu einem der bedeutendsten bildenden Künstler des 20. Jahrhunderts wurde. Für diese eigene Stilkategorie prägte er den Begriff Art Brut. Und seinem Wirken und seiner Arbeit kann man gerade an zwei Orten im deutschsprachigen Raum nachspüren, nämlich in Heidelberg und in Basel. Und für alle, die jetzt die große Dubuffet-Tour planen, sei genau diese Reihenfolge beim Besuch der Ausstellung empfohlen. Denn während Basel eine sehr imposante Retrospektive für den französischen Künstler bietet, zeigt Heidelberg die Basis, nämlich seine größten Inspirationen. Es sind die Werke aus der Sammlung Prinzhorn und die sind allesamt erschaffen worden vom psychisch Kranken. Ein Schrank in einem ehemaligen Hörsaal in Heidelberg. Sein Inhalt hat die Kunstgeschichte verändert. Museumsaufbau im schweizerischen Rien. Die Werke stammen von einem der Großen der Kunstgeschichte. Jean Dubuffet. Er sah 1950 in der Heidelberger Prinzhorn-Sammlung Bilder von psychisch Kranken. Diese Outsider-Kunst faszinierte ihn. Und er war sicher, Kunst ist die wahnsinnigste Orgie, zu der Menschen fähig sind. Viele Bilder, die er in Heidelberg sah, sind verstörend. Faszinierend, stark, waren aber nie als Kunst gedacht. Das wirft die Frage auf, wann ist etwas Kunst und wer entscheidet darüber? Zum Beispiel die Holzarbeiten von Karl Genzel, Maurer aus Thüringen. Die Diagnose 1910, Schizophrenie. Er litt an Wutanfällen. Wenn er mit Holz arbeitete, wurde er ruhiger. Deshalb erlaubten es ihm die Ärzte. Kunsttherapie gab es damals nicht. Erst Hans Prinzhorn sprach 1922 in seinem Buch Bildnerei der Geisteskranken von Kunst. Der Psychiater und Kunsthistoriker sammelte alles, was Insassen von Psychiatrien schufen. Zum Beispiel dieses Werk von Franz Karl Bühler. Er litt unter Wahnvorstellungen und war einer der wenigen, die sich selbst als Künstler sahen. Prinzhorn deklariert seine Arbeit als exzellente Kunst. Das war sein Lieblingspatient, könnte man sagen, sein Lieblingsmeister, den er mit Van Gogh vergleicht. Das sagt sicherlich auch schon viel über Prinzhorn aus, der von Van Gogh ausging und hoffte, ähnliche Belege für die Verbindung zwischen Genie und Wahnsinn zu finden. Ganz anders Dubuffets Blick. 27 Jahre später kommt der Künstler nach Heidelberg und erklärt die Kunst Bühlers zu Mittelmaß. Er interessiert sich nicht für Krankengeschichten, sondern sucht nach der ursprünglichen kreativen Kraft. Saugt Nektar für sein ideologisches Programm der Art Brut, der Outsider-Kunst. Diese anonyme Arbeit begeistert ihn. Der geisteskranke Künstler, der Irrenkünstler, ist sozusagen das Ideal, das Extrem des romantischen Künstlerideals eines Menschen, der nur aus sich selber schafft. Die Einflüsse der sogenannten Irrenkunst sieht man besonders in Dubuffets Frühwerk. Der Weinhändler, der erst mit 41 am Ende des Zweiten Weltkriegs zur Kunst kommt, benutzt Sand, Schlamm, kratzt die Motive in die Leinwand. Doch anders als die Outsider-Künstler weiß er genau, was er tut. Die Fondation Bayerler hat eine Dubuffet-Ausstellung konzipiert mit dem Titel Metamorphosen der Landschaft. Sie zeigt umfassend, wie er immer wieder neue Perspektiven findet. Vor allem stellt er immer wieder auch so Normen und auch Bildgattungen in Frage. Er versucht letztlich diese Tradition von, also diese Trennung von Landschaft, Porträt, Körper, Historie auch zu durchbrechen. Und bei ihm kann potenziell alles, alles werden. In den 70er Jahren erfindet Dubuffet auf der Basis der Art Brut neue Motive, montiert und klebt. 30 Jahre nach seinem Tod sehen diese Bilder aus wie Street Art. Für die Street Artists, für Keith Haring, aber auch für einen Jean-Michel Basquiat war Dubuffet sicher auch ein wichtiger Impulsgeber, kann man sagen. Gerade von Keith Haring gibt es auch wunderschöne Texte in seinen Tagebüchern, wo er das wirklich auch explizit zum Ausdruck bringt, wie wichtig ihm Dubuffet war. Das Highlight der Schau in Rien, ein Spätwerk des Meisters. Cuckoo Bazar von 1973. Es wird multimedial. Bühne, Tanz, Musik.
Jean Dubuffet. Kein einfacher, kein lauter Künstler, aber einer, dessen Universum eine Entdeckung wert ist. Die beiden Ausstellungen in Rien und Heidelberg zeigen dies eindrucksvoll.